Hey Leute, was geht ab? Ich bin heute mit Pete Air hier zusammen. Was geht ab? Und wir machen heute ein kleines Breakletics-Workout zusammen. Diesmal darf ich Peter ein bisschen quälen und nicht umgekehrt. Dass ich sowas zulasse überhaupt, ne? Egal, muss auch mal sein. Ja, das heißt, wir werden ein ganz kurzes Workout zusammen machen. Eigentlich super simpel, 3 Minuten, aber dafür ordentlich hart, dass ihr auch ein bisschen was von den 3 Minuten mitnehmen könnt. Ich werde zwischendurch ein bisschen mehr erklären und Peter wird die Übungen ausführen, sodass ihr da das Ganze sehen könnt. Ganz, ganz easy. Wir starten einfach in der Plank-Position mit dem Two-Step. Ganz kurz zur Erklärung, achtet darauf, dass die Schultern immer über den Handgelenken sind, aktiv in den Boden greifen, um die Unterarmmuskulatur zu aktivieren. Außerdem schön Hals in Verlängerung der Wirbelsäule, genau, nicht einknicken. Dann starten wir mit einem Schritt diagonal zur Seite, perfekt. Achtet darauf, dass ihr den Fuß richtig aufsetzt und nicht auf der Fußkante seid. Dann kickt ihr mit dem zweiten Bein oben drüber in die Luft, Kick und zurück, zurück, ganz genau. Das gleiche dann zur anderen Seite, ganz simpel, Step, Kick, zurück, zurück. Genau, wenn ihr euch schon super, super sicher fühlt, könnt ihr das Ganze auch ein bisschen schwerer machen, indem ihr dann einfach mit einer Hand zum Beispiel zum Fuß greift, wenn ihr drankommt. Zurück, zurück und das gleiche zur anderen Seite. Wenn die Musik uns einzählt und der Intervallwechsel kommt, starten wir mit unserer aktiven Pause. Und zwar machen wir Shoulder Taps. Ganz, ganz simpel. Tap und Tap, schön sauber kontrolliert. Achtet dabei drauf, dass das Becken immer stabil bleibt und nicht hin und her wackelt. Schön ausbalancieren, nicht aus der Achse kommen. Okay, ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Macht euch vorher ein bisschen warm. Vielleicht seid ihr schon warm vom Tutorial. Und wir legen direkt los. Wir starten gemeinsam und wenn ich dann zwischendurch nicht mehr kann, dann machst du einfach weiter und ich relax ein bisschen. Geh da raus. Okay, let's go. Starten mit unserem linken Bein zur Seite. 5, 6, 7, 8. Kick. Zurück. Zurück. Step. Kick. Zurück. Zurück. Und wenn ihr möchtet, nehmt ihr eine Hand zum Fuß. Und Plank halten. Shoulder Tap. Spannung halten im Rumpf. Sehr gut. Letztes Mal. Und wir legen wieder los. 5, 6, 7, 8. Und Step. Kick. Zurück. Zurück. Immer darauf achten, dass die Schultern über den Handgelenken bleiben. Aktiv in den Boden reingreifen. Sehr gut. Und wir halten wieder die Plank. Ihr werdet merken, ihr werdet immer sicherer werden in den Shoulder Taps, desto öfter ihr das macht. Irgendwann müsst ihr nicht mehr nachdenken, die Core-Spannung zu halten und dass das Becken still ist. Okay, weiter geht's. Wenn ihr euch sicher fühlt in den Shoulder Taps, versuchen wir die nächste Runde mal doppeltes Tempo. Immer noch keine Bewegung im Becken. Schön stabilisieren. Und halten. Letzte Runde, Two-Step, jeden Beat. Auch hier, wenn das zu einfach ist, zum Fuß. Yes. Und als kleiner Finisher Push-Ups zum Schluss. 5, 6, 7, 8. Die Push-Ups sind variabel, das heißt, ihr könnt euch auch gerne eine andere Übung aussuchen.
die ihr dann zum Schluss als Finisher macht. Und 5, 6, 7, Break. Yes. Pump ist da, schön rot. Pump ist da, schön rot, reingepumpt. Ich muss sagen, ich habe es echt in den Schultern hauptsächlich gemerkt. Und komischerweise, ich weiß nicht, wie andere das in deinem Kurs immer sagen, seitlicher Bauch hier und unterer Rücken, so dem Bereich, Bauch bisschen, habe ich so auch sehr viel, sag ich mal, Anstrengung gemerkt. Mhm. Nicht direkt am Anfang, aber nach. Ja, dadurch, wenn ihr immer wieder wechselt und den Kurs stabil halten wollt, dann müsst ihr ja die ganze Zeit hier tack, tack ausbalancieren. Und dadurch kommt die Belastung halt auf der seitlichen Bauchmuskulatur. Yes! Wenn ihr mehr solche Workouts sehen wollt, schaut bei Peter oder bei Breakletics auf dem Kanal vorbei. Da findet ihr noch jede Menge andere Workouts. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, checkt die anderen Kanäle und wir sehen uns im nächsten Video. Und nächstes Mal drehen wir das Ganze wieder. 5, 6, 7, 8.